Mir ist es ein Anliegen, dass ich mich heute mit einer direkten Videobotschaft an euch wende. Es hat heute dieses Gespräch mit der Kommissarin Wallan stattgefunden, die für den Verkehr in Europa zuständig ist, gemeinsam auch mit der Ministerin Gewessler. Ich möchte hier Folgendes sagen. Ich bin enttäuscht über diese Vorgehensweise. Die einzige Absicht seitens der Kommissarin war, dass wir unsere Notmaßnahmen beenden oder aufweichen. Ich habe zu ihr gesagt, es gibt hier keinen Millimeter zum Nachgeben. Ich werde hier in dieser Frage nicht nachgeben, mit dem Argument, dass trotz all unserer Notmaßnahmen der Verkehr in den letzten Jahren gestiegen ist. Andererseits war die Kommissarin nicht bereit, auf unsere Forderungen einzugehen. Es kann ja doch nicht sein, dass die Schweiz als Nicht-Mitgliedstaat der Europäischen Union Bevorzugungen hat, was den Transitverkehr betrifft, gegenüber Österreich und Tirol. Und das Zweite, die Forderung, dass wir eine Korridormaut zustande bringen zwischen München und Verona, damit die Lkw-Maut in Italien und Deutschland erhöht wird, damit wir endlich diesen Umwegtransitverkehr vermeiden können. Und hier gab es wenig Verständnis, aber eigentlich war die Absicht nur, Tirol in die Knie zu zwingen. Das kann es nicht sein. Ich bedanke mich bei der Ministerin Gewessler, die die Position Tirols vertreten hat. Und die Kommissarin hat gemeint, dieser Brenner, dieser Korridor gehört nicht nur Tirol, sondern der Europäischen Union. Meine Antwort war, ja, das stimmt. Aber das ist unser Lebensraum. Ich werde darum kämpfen, damit die Bevölkerung endlich entlastet wird.